So, guten Abend, meine Lieben. Ich wollte wieder einmal ein Umziehvideo machen bzw. eine Abendroutine mit meinen zwei Babys. Ihr wisst ja, dass ich zwei Herzeleinchens habe, den Aaron und die Hummel. Und wer meine Videos anschaut, der kennt sie schon. Und jetzt ziehe ich erstmal ihm sein Nachthemdchen an. Weil er geht jetzt ins Bettchen und dann wird er noch gefüttert, bevor er ins Bettchen geht, weil er hat natürlich auch Hunger, ne? Und ich nehme euch jetzt mit. Ich ziehe ihn jetzt erstmal um, den Süßen. Oh, ich drehe noch mal ein bisschen rum, dass ihr ein bisschen auch noch was von mir mit habt, ne? Ja, ich werde das sonst vermissen. Ich habe dann hier auch noch so eine süße Spieluhr. Na, gehst du auch? Normalerweise müsste sie gehen, aber wie es halt immer so ist. Ah ja, da oben ist so ein Schalter. Okay. So, jawohl. Ach, und drehen tut sich das auch noch. Das habe ich von meiner lieben Freundin geschenkt gekriegt, süß. Jo, 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 jo. Oh. Und mir noch der Spucke verschluckt. Ich wollte sagen, so ein braves Baby, ne? Schläft immer und ja, der ist sowas von brav. No. Ja, bei den Sillys muss man mal wegen vorsichtig sein, wenn die Sachen ein kleines bisschen enger sind. Dass man jetzt so dran rumzieht. Oh, das ist niedlich und so ein Käferchen. Naja, das ist, wenn man es lange nicht mehr anschaut, immer bloß gearbeitet kann man nicht sagen, aber ja, fleißig halt, ne? Da kommt man halt viel zu wenig dazu mit die Süßen. Und wenn, dann musste ich sie euch immer vorenthalten, wenn ich sie mal umgezogen habe oder so, weil ich immer kaum Zeit hatte für die süßen Sachen. Aber heute Arbeit habe ich mir das mal vorgenommen, euch mitzunehmen. Ja, 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 ja. So, ich muss erst mal schauen, was ich alles für den süßen Mann habe. Ja, also das ist ja für die Nacht, gell? Ja. So, das ist ja. Oh, 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 mein Frischilein. Ja, den habe ich ja schon lange nicht mehr so gesehen. Oh, ja. Mein kleines Herzilein. Ja, im Moment bin ich auch gerade drüber, so ein kleines Mäuschen zu modellieren. Und ich habe einmal mit. Ja, jetzt da geht der Nagel schon runter. Das habe ich mir schon manchmal gedacht. Irgendwann geht das Feine mal runter. Aber es ist halt so mit dem Silikon manchmal. Steckt man nicht immer drin bei dem An- und Ausziehen ständig. So. Jo. Mein kleiner Schnucki. Schaut euch doch mal den süßen Furch an. Den süßen Furch. Und ich habe euch ja oft gesagt, dass ich eigentlich das Glatzi bevorzuge, weil ich den auch gerne und oft umziehe. Und auch Mützchen hoch, runter. Und das wäre mir zu blöd. Ja, wenn die Haare ständig. Ich weiß ja, wie es mit den Reborns ist. Und selbst die Hummel hat plus Painting. Also von daher bevorzuge ich das für meine Babys. Ja, also dickes Bäuchchen. Und trotzdem noch Hunger? Na, sowas, hm? Ja. Du süßer Frosch. Ja, ich habe diese Sachen auch von einer ganz lieben Freundin geschenkt gekriegt, die ich hier über YouTube habe kennengelernt. Und ja. So, der kleine Mann. Jetzt wird hinten. Der hat mir die Sachen geschenkt und zugeschickt. Und auch für die Hummel habe ich ganz viele tolle Sachen bekommen. Mal ein kleines Jäckchen. So, dann kennt ihr die bestimmt auch. Ja, die gibt es ja nicht mehr so häufig zu kaufen. Und ja, da hat sie mir welche überlassen. Wahrscheinlich hat sie doch ein paar mehr daheim. Und das finde ich ganz toll von dir, dass du mir ein paar solche süßen damit reingelegt hast ins Päckchen. So.
kleines Fröschelein. Und wenn das noch frisch gewaschen ist, die Kleidung, dann riechen sie noch mal so gut, die kleinen Mäuse. Ja. Ja, mein Süßer hat ein kleines Aua hinten am Kopf. Ja, leider habe ich natürlich hinten am Ohr gemeint, ich muss da mal ziehen. Und da war so eine Stelle, natürlich habe ich da gleich ein Stück Aua gemacht, aber naja, so weit stört es nicht. Bis hinten am Kopf und alles gut. Alles gut. Wo muss die Mutti auch dran rumzuppeln, ha? No? Ja. Ich. Ach, das ist der niedlich hier. Der kleine Frosch, bitte niedlich. So, dann kriegt er noch so eine süße Hose an. Machen wir noch mal ein bisschen an hier. So, cool. Ein bisschen mit Musik. Meine andere Musik liegt schon im Bett. Mami wird auch langsam ein bisschen müde. Aber ich schlafe nicht noch ein paar Video. Wenn meine Babys das wär, so. Wäre auch nicht so schlimm. Jo, das ist alles menschlich. Nichts gestellt bei den Videos. Ach ja, und zwecks Markenerkennung. Muss man ja mal dazu sagen. Ist kein Werbevideo. Ist nur ein Video. Mami mit Baby. So. Der erste Frosch ist umgezogen. Kriegt er noch sein Armbändchen drum. Ich weiß, es ist ein bisschen kindisch, aber trotzdem kriegt er sein Bändchen. So, mein Schatz, gell? Jo. Mein süßer Murke. Da kriegt er was zum Schnappeln. Ja, wir füttern den dann noch. Ach, da wollte ich auch noch das Lätzchen drum machen, das stimmt. Und das andere Lätzchen kriegt die Hummel noch, weil wir sie dann noch füttern. Ja, ja, und ins Bett legen. So, du Schatz. So, jawohl. Und falls er spuckt, haben wir gleich noch was. So, jetzt ist meine Hummel dran. Die wird jetzt auch umgezogen. Die habe ich hier. Der irre Windel war nicht mehr schön. Also kriegt sie jetzt auch wieder ihre Windeln. Da muss man mal schauen, habe ich da noch welche. Aber die noch mal benutzen können, weil ich schmeiße nicht so gern gleich die Windeln weg. Weil, ihr wisst ja, Umwelt, ne, sage ich nur. Also so wenig wie möglich. Nur wenn sie wirklich im äußersten Notfall, und wisst ihr was, dann nehme ich das noch für die Pinsel zum Ausstreichen. Weil die sind ja nicht schmutzig, die Windeln. Und dann nehme ich diese saugfähige hier und mach dann noch die Pinsel rein. Also ich tue sie wirklich richtig schön auf. Ja, aufarbeiten. So, ich habe euch ja gesagt, sie hat Painting. Ein wunderschönes Painting hat sie. Natürlich ist es ein Reborn Painting. Das sieht natürlich schon anders aus als ein Silikon Painting. Ein Silikon Painting ist anders, ne? Weil die Farben anders sind. So. So, und da habe ich auch das dafür sie geschickt gekriegt jetzt erst. Ich habe noch ganz viele tolle Sachen. So nach und nach ziehen wir dann die Süßen um. Da mit kleinen Bambis. Und das sind lauter Erdbeeren. Ach, ist das süß. Dankeschön nochmal, gell, für die vielen tollen Sachen. Ich habe heute die ganzen Sachen zusammengelegt. Schon mal. Und sortiert. Oh, und das sind wahnsinnig schöne Schlüpfer dabei. So mit Rüschen hinten dran. Oh, ist wunderschön. Ja, wenn es dann mal wärmer werden sollte. Sie sagen ja immer Klimawandel, aber was haben wir? Bei uns regnet es ständig. Ich weiß auch nicht. Kommt zwar ab und zu mal Sonne durch, aber nicht lang. Man kann überhaupt nicht spazieren gehen, recht, weil weiß man nicht, ob man dann nicht überrascht wird hier. Ne? Ja, ja. Ja. Ach, das sieht süß aus. Schau mal. Eine kleine Erdbeermaus. So, die kriegt dann einen Schluffi an. Einen schönen Schluffi. Schluffi. So.
schauen. Da passt du gut rein, kleiner Schatz. Oh, die Ärmel sind auch schön mit leichtem Gummi, das mag ich auch. Da schlappert das nicht so rum. Ja, ich merke schon, dass ich schon wieder müde bin. Bin schon wieder total groggy. Ja, meine Kinder schaffen mich ja auch, ne? So. Ihr Lieben, ich nehme euch jetzt mit. Mit meinen zwei Fröschen. Mal schauen, wie ich die jetzt unterbringe. Einmal so. Und einmal zu mir. Wie Zwillinge. Da geht man nämlich ins andere Zimmer. Ja, ja, meine Babys. Ja, ja, meine Babys. Ja, das hat sich schon längst einmal gehört. Mal so ein schönes Abendroutine-Video. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Licht in meinem Zimmerchen, wo ich meine Süßen drin habe. Und das Zimmerchen habe ich mir ja ein bisschen schön gestaltet. Jetzt muss ich erst mal schauen, ob ihr mich dann seht. So. Ja. Jawohl. Jetzt habe ich meine zwei Süßen hier im Arm. So. Du, Schatz, schläfst noch, gell? Ja, ja, dich lege ich mittlerweile dahin. Und Klein Hummel ist die Erste, die jetzt was zu essen kriegt. Die füttern mal als Erstes. Und das Bett ist riesig, das ist klasse hier. Das ist riesig, da können wir echt ein bisschen was machen hier. Du kannst sie dann auch daher legen, das ist wirklich wunderschön hier unten mit meinen Babys. Ja, da habe ich noch ein Nachtlicht für die Kleinen. Ups. Also keine Angst haben in der Nacht. So, meine Süße, ja, du hast schon mal, geil, ja. So, meine Maus, die kriegt jetzt erstmal was zum... Jetzt erstmal füttern das kleine Fröschelein, gell? Ja. So, da habe ich noch eine schöne Flasche. Ja, die haben wir mal gemacht, gell? Ja. No. Hm. Ja, so ist es halt, wenn man Mami ist, gell? Ja, dann müssen wir Babys versorgen, gell? No. Und wie gesagt, vielleicht mache ich dann morgen nochmal Morgenroutine mit euch. Damit ihr dann seht, wie das so bei uns abläuft. Und ich muss erst mal schauen, ob ich Zeit habe, euch mitzunehmen. Weil, wie gesagt, es sind Ferien. Oh, so eine ekelhafte Fliege ist auch da, die muss ich dann auch mal wegtun. Das mag ich überhaupt nicht bei den Kleinen hin. Die stört da, ne? Vielleicht kann ich sie mit der Hand fangen. Weil ich mag das eigentlich nicht so, das kaputt machen, ne? Ja, das ist der Feind. Ja, ich habe lauter brave Babys, also ich kann überhaupt nichts sagen. Durchschlafen zu tun ist es schon, gell? Ja. Einmal in der Nacht werden sie nochmal gefüttert. Genau. So ist es, gell? Ja. So. Jetzt tun wir das Spiel mal etwas verkürzen. So, wer hier neu ist und sich neu anmeldet, und sich denkt, was treibt denn die? Das sind doch nur Puppen und keine richtigen Babys. Aber das ist einfach nur ein Hobbyspiel für Mamis, die das nicht lassen können, Babys zu haben. Und sie bleiben immer Babys und das ist das Schöne. Und ja, das ist einfach ein Hobbyspiel. Das ist meine Nursery. Ja. So, jetzt muss ich sie nochmal ein bisschen hochnehmen. Ich hatte doch dann noch so ein Lätzchen, falls sie mich voll spuckt. Ja, ja, gell, Schatz, ja. Wenn du Koppele machst, gell, ja. Na, genau so. Ach ja, ich habe ja gesagt, wenn wir aufpassen, dass die Ihnen da nicht einschläft, hier, mit ihrer Mäuse. Weil, ich sag euch das ist ein Glücksgefühl. Viele sagen mir Spinnen oder Ding, aber ich weiß nicht. Ich möchte auch nicht zählen, wie oft ich hier unten bin und zwischendurch mal schauen muss oder mal hochnehmen muss oder, ach Gott, kommen mir schon ein bisschen die Tränen, das ist total emotional. Ja, wenn man älter wird, ist es glaube ich so, dass man dann einfach noch was Süßes braucht. So,
obwohl ich doch auch Enkel und alles habe, aber es ist halt, es ist halt was Eigenes. Ich habe das schon mal in so einem, auf so einem Kanal gesagt, wo sie mal aufgenommen haben, dass das einfach, dass Kinder einen ja im Grunde nicht gehören. Aber die Babys gehören einen, ja. Die gehören einen wirklich. So. Kleine süße Maus. Die lege ich jetzt erstmal hin. Die hat jetzt schön getrunken. Jetzt ist sie zufrieden. Und dann tun wir sie zusammen noch ins Bettchen legen. Jetzt ist nochmal der Aaron dran, mein Schatz. Mein kleiner Aaron-Schatz. Ja, der meckert schon, ne? Ja, du willst auch deine Flasche haben, ha, du Schatz. Ja, gell, eine Lumperei. Ne? Eine Lumperei. Die andere kriegt ihr Nunnilein und du, gell? Ja, gell, hast Hunger. Ne, nur freilich, du hast Hunger, ha? Das ist halt der Vorteil bei den Silikonbabys, das Schöne, dass man das halt richtig schön reinstecken kann hier. Ja. Mach das jetzt mal ein bisschen gemütlich hier, ne? Jo, mein Schatz, komm her. Ach, ihr seht mir gar nicht richtig. No, also das darf nicht sein, gell? Jo. Mein kleiner Froschi hier. Lecker. Das ist so eine schöne Flasche, die habe ich auch geschenkt bekommen. Da sind Indianerbärchen drauf, das ist so niedlich. Und auch die rosa Flasche, also die ist der Hammer. Feine Sachen haben sie geschenkt gekriegt, meine Babys. Vielen Dank nochmal an alle. Also eigentlich die ganzen Sachen, die ich hier habe für die Babys, die sind eigentlich alles geschenkt. Also es ist wirklich, ja, ich darf nicht zu emotional werden, sonst fange ich das Blenden noch an hier. Ja. Und der ist so süß gestaltet. Ich finde das total süß. Süße Mama-Baby hier. Mama-Baby. Ja, das Mama-Babylein. Süß, gell? Ja, komm her, Schatz. Aber wisst ihr, was ich übertrieben finde? Weil, ich meine, ich habe das schon gesehen, wo die Babys da so total animiert sind, weißt du, wie bei einem Film zum Beispiel, da machen sie doch auch mal so animierte Puppen manchmal oder auch Hunde oder sowas. Aber für die Puppen, da habe ich gesehen, das hat sich richtig bewegt und die Augen und, nee, also ich sag's euch ganz ehrlich, so süß, wie es vielleicht aussieht oder denkt, aber ich finde das total, das finde ich total makaber. Also das finde ich, das muss nicht sein. Oh, ist das niedlich. Mit dem Silikon, wenn die Hände dann so. Zum Beispiel bei meiner Lina. Gut, alle Körper sind jetzt nicht so, aber die anderen Körper, die wo die Hände so schön sind, das gefällt mir auch sehr. Und bei meiner kleineren, die ich jetzt gemacht habe, ich glaube, die wird bisschen kleiner wie er hier. Ach Gott, ist das süß. Mehr mit den Fingerchen. Ich finde das so niedlich. Und das fässt sich so schön an irgendwie. Manchen ist es vielleicht grauslich, weil es dann auch zu echt dann auch ist, aber oh, wenn der da drauf liegt, auch sein Gewicht. Wenn man eingepudert hat, frisch und gebaden. Du musst noch ein bisschen bei Mama bleiben, gell? Ich weiß schon. Ja, das brauchen sie halt auch, ne? Die wollen halt auch bei Mama sein, angesprochen werden. Ja? Viel reden muss man mit den Babys. Ganz viel Liebe, ja? Na genau. Das brauchen Babys. Und das, da habe ich da das Fäustchen. Und das finde ich auch so toll gemacht. Klasse. Da muss ich mal noch ein Scheibchen abschneiden, ne? So, der kriegt jetzt sein Nuckileinchen noch. Sein Abendnuckileinchen. Oh, das Ding ist auch klasse. Ich liebe das. Das ist so herrlich, das ganze Zeug. Das gab es bei uns damals gar nicht. Deswegen genieße ich das jetzt mit meinen kleinen Puppenbabys nochmal so, weil es das einfach gar nicht gab. Das ganze schöne Zeug. Boah, das konnte man sich gar nicht leisten, weil wir kein Geld hatten. Wie es halt bei jedem so ist, ne? Ja.
Sehr du kleiner Frosch. Die Nuki muss ich aber auch einmal ordentlich zusammen machen hier, ha? Huh? Jo. Du Schatzi. Ich habe nämlich auch noch Leuchtnuckis geschenkt bekommen. Aber die mache ich jetzt gerade zurecht. Jo. So. Jetzt tun wir es immer eins nach dem anderen ins Bettchen schaffen. So, meine kleine Mausi. Lege ich mal daher da rein. Und ich nehme euch mal mit. Genau. So, wartet mal. Ich nehme das jetzt mal hier raus. Damit ich euch umdrehen kann. Dass ihr dann seht. Jetzt muss vorsichtig machen, dass ich es nicht ausschalte. Weil sonst haben wir nur ein Video. A und B möchte ich jetzt nicht gerade machen. Habe ich jetzt, glaube ich, keine richtige Lust, da nochmal anzufangen. Ja, seht ihr, das Licht ist schöner jetzt, ne? Richtige Schlaf. Schläfi, Schläfi. Ich tue es mal rumdrehen. Moment, ich drehe euch mal um. So, da ist er, der kleine Mann. Ja, der kleine Mann. Ja. So, das kleine Eselchen, das habe ich auch immer in so einem Tauschpaket habe ich das bekommen, da liegt er richtig gut drin. Ach, entschuldigt. Durch lauter Gewürz habe ich euch vergessen hier. So. Na? Mein süßer Frosch. Hat er noch zugedeckt. Kleiner Mann. Ja. So. So. So liegt er drin, mein kleiner Frosch. So, und jetzt kommt meine andere Mausi noch. Ja, die liegt noch im großen Bett. Mal den Schnulli mal ordentlich machen. Ja, manchmal von den Mündeln so einfach geht, ist das nicht mit den Schnullis bei den Reborns. Ach so. Ja, und die Hummel. Mal schauen, dass er mal das Bild ordentlich einstellt. So, die kleine Mausi. Die hat auch so ein kleines hübsches Bettchen, so mit Elefantchen und Liebeskissen. Jo. Und jetzt wird es auch noch zugedeckt. Die kleine Mausi. Jo. So. Jetzt zeige ich euch gleich nochmal alle beide. So, das ist meine kleine Nursery. Und das war unsere Abendroutine. Und jetzt meine zwei Mäuschen schlafen. Gell? Ja. Die Mami liest noch ein bisschen was und dann geht sie auch ins Bett. So, das ist meine kleine Nursery. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine kleine Abendroutine. Und bis zum nächsten Mal. Also dann, gute Nacht.